Hallihallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz Edition. Ja Leute, heute wollen wir dann mal weitergehen. Ich muss mal gucken, wo der nächste Weise ist. Das habe ich nämlich noch gleich nachgeprüft. Das war in der Tiefküche, die haben wir gerade gemacht, letztes Mal. Elektrolythöhle. Okay, von Panairo City. Dann gehen wir mal nach Panairo City. Das war. Wo war das denn noch? Tunweg, Nevario, Panairo, da. Warte, Schutz. Habe ich, glaube ich, gar nicht aktiviert gerade, nicht? Doch. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. So, denn. Itemradar. Das ist ja hier. Das ist wirklich schon. Nach der ersten Kreuzung. Okay, irgendwo erste Kreuzung. Okay. Okay, irgendwie so. Ah, ich bin gut. Ha! Gefunden. Bei unserem letzten Beginn uns Charles City hast du keinen bleibenden Eindruck von mir hinterlassen. Aber in der Elektrohöhle hat Meister Jesus dich ja schon ordentlich auf die Probe gestellt. Ich möchte mich daher noch einmal setzen und besser überprüfen, was du wirklich zu bieten hast. Los, Team Plasma, kommt raus! Werter Aquilus, wenn ihr gestattet, übernehme ich das. Ja, probier's ruhig. Will ich sowieso besiegen? Down, nein, nein, nein. Ah, oh, guck mal da. Okay. Ja, okay. Habe ich sogar das perfekte Pokémon vorne. Sehr schön. Ein krasser Ablativ, bitte. Ist der Hype bei Pazan. Und nochmal ein Ablativ. Bam. Achso, oh, er wechselt aus. Irokeks. Na gut, so viel mehr bringt ihr das jetzt aber auch nicht. Du. Wapabam. Na, na, na. Ableitung. Krass, Mann. Ableitung. So, guck mal da. Mach es platt mit Ablativ. Bitte. Das ist sehr effektiv. What up? Du hast also einen besiegt. Du wirst deinem Ruf wohl gerecht. Wow, mit diesem Kind ist wirklich gar nichts zu spaßen. Ist dir eigentlich bewusst, dass ich deinetwegen jetzt einen Ex und lief auf dem Plasma bin? Ist nicht schön, ein Ex zu sein, das sag ich dir. Sag du mir lieber, wie du denkst, das wieder gut zu machen. Cleopatra. Oh, okay. Hallo, Cleopatra. Okay, mache ich einfach Hydro-Pumpe. Ach, Tiefschlag. Ah, das eine, was das andere kontert, nicht? Das hat bestimmt auch... Ah, Mann. Nein! Naus! Gelatino? Oder Trino eher gesagt? Du schaffst das doch, oder? Du.
Die Musik ist so episch, Mann. Mann, oh Mann. So, Rücktreffer. Okay. Eisstrahl! Ach ja. Hat er jetzt zurückgerufen? Wird man. Oder. Na, er hat zwei. Interessant. Die stark. Ja, gut. Guck, wie viel Schaden Eisstrahl macht. Okay. One-Hit. Geil. Sehr schön, Gelatino. Sehr schön. Du hast den Ruf eines Renners, der mit. Ja, gut. Ich hab's jetzt weggestreckt. Du wirst so ein Zeuge wie ein Exhibit-Team Plus zu einem normalen Pokertrainer geworden ist. Unser eine Pokémon stürzt sich für Trainer tatsächlich genauso engagiert in den Kampf wie alle anderen. Diese Tat ist so offensichtlich, dass ich sie gerade übersehen habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich möchte mich hiermit gern bei dir erkenntlich zeigen. Steinpolitur. Activated. Ich frage mich, ob Meister Ein mittlerweile begreift, dass die Pokémon für ihre Trainer tatsächlich ihre letzte Kräfte mobilisieren, selbst wenn sie verletzt sind. Du, ne Bell. Nun. Ich bin von der internationalen Polizei und möchte, dass du mir alles mit dem Plaster erzählst, was du weißt. Bitte vergib diese niederen Handlanger, die den Plaster den Rücken gekehrt und haben und nun versuchen, sich aufrichtig den Pokémon zuzuwenden. Allerdings, wer den Pokémon nicht ehrlich begegnet, stirbt meiner Meinung nach auch als Verräter. Vielen Dank! Abgesehen von dieses beträgt die Anzahl der Mitglieder der sieben Weisen noch einer. Ich würde zu gern wissen, was in der Kopf vorging, was ihre Ziele waren. Wie immer sei, dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Dann fehlt uns halt nur noch einer. Ich weiß gar nicht, ob der Flavus der letzte war, der uns fehlt. Okay, das geht dann noch. Ah, okay. Ja, schön. Also wir werden jetzt den letzten noch wohl treffen und dann ist das mit den Weisen, ist das denn durch? Habe ich eigentlich noch irgendein Fruchtseil oder sowas in der Art? Ich habe keine Lust, da jetzt irgendwie wieder zurück zu latschen. Ah, so viele Items habe ich hier, das ist unglaublich. Habe ich scheinbar nicht. Sehr schade, gut, dann müssen wir uns wohl hochbegeben. Müssen wir wohl uns hochbegehen, das ging hier lang, nicht? Oder? Ja, doch. War der richtige Weg. Genau, so. Und dann hier raus, genau. So. Gut, dann kommt der letzte, der ist auf Route 14. Moment, Wasserfall, Kaskade. Route 14? Haben wir den schon? Ich weiß es gerade nicht. So, Kaskadewendig brauche ich deswegen mal eben kurz. Okay, der will auch nicht kämpfen. Das heißt, wir können mal ganz getrost Brannawatz mal eben kurz rausnehmen. Wie geht's meinem Pokémon? Der Gelatino ist ein bisschen angekratzt. Ich meine, wir können mal eben Runde heilen. Ich meine, wir sind ja gerade da. So, dann einmal eine Runde fliegen. Und ich stelle das Team ein bisschen kurz um. So, fliegen und Route 14 sagt die Lösung. Also, Route 11, Route 13, 14, da. Da ist er. Ach, ich erinnere mich, genau, da, ja. Da kamen wir nicht weiter, weil wir Kaskade letztes Mal nicht hatten. Doch, das ist hier. Hä? Fehlt der mir denn jetzt? Wie kann mir denn noch einer fehlen? Oh, jetzt ist die schwarze Stadt. Verzeiht, Leute! Ich hätte so gern ein Fahrrad jetzt in diesem Moment. Aber hier gibt's ja gar keins. Mann. So, war das hier noch Route 14? Bin ich hier falsch?
Doch, Route 14 ist richtig. Okay, dann müsste ja irgendwo eine Stelle sein, wo man surfen kann. Natürlich wirkt der Schutz dann in dem Moment wieder nicht mehr. Wir kennen es ja nicht anders. So, so, hier müssen wir Kaskade mal. Doppelkampf. Natürlich, Wishu und Megalon, genau. Megalon. Kann ich abhauen? Gescheitert. Ach, halt den Mund. Ich sage hier bei der Schutzteiler. Das macht doch die Verteidigungswerte durcheinander, oder? Ach, ich will da nur abhauen. Das macht Schaden. Ach. Darf ich endlich mal abhauen? Dankeschön. Keine große Lust auf große Kämpfe. So, dann können wir hier hochsurfen wohl. Genau hier. Oder hochkaskadisieren. Du, da ist er auch schon. So, der letzte. Ich bin mal gespannt, wie die Libelle es hier hochschafft. Sei mir gegrüßt, starke Träne der Drachenstiege. Herrscht zwischen dir und Reschem ein starkes gegenseitiges Verständnis. Wahre Freundschaft kennt keine Grenzen. Wenn es auf dieser Welt jemanden gibt, mit dem du wirklich verstehst, können dich noch so viele Länder und Meere von ihm trennen. Im Herzen bleibt ihr euch doch stets nah. Du verstehst dich mit deinem Pokémon, so wie N sich mit dem Seinen versteht. Deswegen möchte ich dir das hier geben. Protzer, danke. Boah, ich voll krass, Mann. Die Legende von der Entstehung einer, als besagt, die Pokémon und die Menschen hätten mit vereinten Kräften die Welt verändert. Was für eine simple und doch achtvolle und inspirierende Aussage das ist. Wenn einen die Tatsache, dass man die Helden verändert, die Welt verändert und zum Helden macht, dann kann wahrlich jedermann ein Held sein. Wenn jeder seinen Teil beiträgt, wird die Welt sich von ganz allein von zum Guten ändern. Der kommt einfach von da. Hi. Also, ich bin von der Internationalen Polizei und ich rede wie ein Blöder jeden Mal denselben Text. Soll mir recht sein. Team Plasma konnte mich verändern, aber nicht die ganze Welt. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft von euch kommen wird. Hab Dank. Also, TK, ich muss dir was mitteilen. An einem weit entfernten Ort wurde eine Person, die aussah wie N, zusammen mit einem Drachenpokémon gesichtet. Ich habe von dem Wahrheitsgehalt dieser Information höchstpersönlich zu prüfen. Also dann, auf, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Der taucht nämlich öfters auf. Ich glaube, der rennt immer noch ein hinterher, einfach mal. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und hier ist ein Trainer. Hi! Eilersbergsteiger hat mir ein Bunker für stramme Waden gesorgt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, das haben wir schon mal alles gemacht. Und das heißt, ja, ihr könnt jetzt ein bisschen gampeln. Ich denke, gehe mal von aus, als nächstes werde ich mich ein bisschen bemühen, die Legendären hier zu fangen. Zumindest so weit es geht. Ich weiß halt nicht, ob schon alle gehen. Das muss ich gleich erstmal rausfinden. Ja, auf jeden Fall werden wir uns gleich mal anschauen. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt auch so Sidequest-mäßig machen können. Ich werde mich gleich mal nach dem Part noch ein bisschen informieren. Ja, auf jeden Fall, die Legendären werden ja noch gemacht. Dann gibt es ja nochmal die Dings nochmal. Die Pokémon-Liga kommt ja nochmal. Jetzt wächst halt zweiter Rückkampf und dann ist das Let's Play ja eigentlich auch schon beendet. Keifel. Ich glaube, da ist eigentlich Kenken mit seinen Zertrümmer gar nicht mehr so schlecht, oder? Oder? Hätte ich ja doch Branawatz nehmen können. Den ich, glaube ich, so rausgenommen habe. Ärgerlich. Oh, schade. Oh, schade, mein Kenken ist fast gestorben. Eisnebel. Ein weißer Nebel! Und das soll... Ah, schade, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ich hätte vielleicht auch mal einen Surfer einsetzen können. Na gut, jetzt ist es eh zu spät. Naja, egal. So, dann haben wir doch mal... Ich glaube, Elfan schafft das mal eben. Ganz easy. Mit dem Gigasauger. Oh nein! Oh, Voluminas. Okay. Okay. Ich hab Schamhaare unter der Lippe. Unter der Nase, Verzeihung. Für mich sah das immer so aus. Steinkante. Oh.
Was mache ich denn jetzt am besten? Kann ich eigentlich Sonntag? Ja, es geht. Geil. Ist jetzt beides eigentlich? Erholung, ja gut. Dann penn mal eine Runde. Finde ich okay. Hat im Schlaf Energie getankt. Das ist eine sehr nette Begründung. Es ist gerade cool, dass ich den Sandsturm dadurch weggekriegt habe. Radar, 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 radar. Das hat nicht den erwünschten Effekt gemacht. Warte, wir machen Flammenwurf. Wir machen Flammenwurf. So, Flammenwurf. Ist das eigentlich jetzt halb Stahl? Ladungsstoß, okay. Flammenwurf! Wurde besiegt. Ja gut, das ist sehr schön. So, perfekt. Du mögen ja mein Tränen nach dieser Niederlage. Bla 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 bla. So, was haben wir hier? Bismarck! Welche leben denn noch? Ach, okay. Ist eigentlich der Kane gestorben. Nicht schön, aber okay. Wo geht das hier denn hin? War ich hier schon mal? Das sind die Bärenfelder oder sowas, oder? Schrein der Ernte! Ah, das ist ein legendäres Pokémon, glaube ich, hier. Ich glaube, hier war ein legendäres Pokémon immer. Hier ist ein Item. Flammenwurf, danke. Cool. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Hi, alter Mann. Das große Demetros wacht über dieses Land. Fruchtbaren Boden und reiche Ernte wurden uns versprochen. Begib du dich auf den Schrein von Demetros und zoll ihm Respekt. Das heißt, wir werden hier die legendären Pokémon antreffen. Hier sind aber auch Trainer. Ich will die Trainer haben. Habe ich noch Beleber dabei? Ich will King mal eben heilen. Müsste ich eigentlich, oder? Beleber, da. Ich will Kate ein bisschen aufheilen. Jetzt ist die Frage, brauche ich hier Kaskade? Na, ich behalte ihn erstmal dabei. Hätte schon gerne... Banawatz ist aber praktisch. Ich weiß es nicht, Leute. Okay, gehen wir da mal rum. Übertrank! Da ist der, den wir gerade verschwendet haben. So, dann will ich den Trainer oben mal besiegen. Hi. Das ist bestimmt Ratzplatz. Lass uns sehen, welche Pokémon stärker sind. Meine. So, was hast du denn? Gustl. Raupi. Ernsthaft? Seriously? 61. Oh Gott. Was zur Hölle? Okay. Willst du mich verarschen, mein lieber Trainer-Typ? Mein lieber Trainer-Fuzzi? Tansa. Du willst doch garantiert explodieren, oder nicht? Mann! Mann, Mann, Mann. Immer diese Tansas. Das setzt doch gleich garantiert Finale ein, oder? Wollen wir wetten? Ja, was war das denn? Nochmal Stärke. Sollte ja eigentlich reichen. Jo. Cerapendere, das war das Käfervieh, oder? Ich gehe gleich, glaube ich, nochmal zurück offscreen und hol mir meinen Branawatz. Und dann machen wir im nächsten Part einfach weiter. Flammenwurf! Es ist so krass, dass wir einfach mal Flammenwurf gekriegt haben. Ich finde das schon ziemlich heftig. Also, Flammenwurf ist jetzt nicht unbedingt das Pokémon, was ich erwarte. Also, das Pokémon. Die Themen, die ich erwarte, einfach so zu kriegen. Also, das Team ist ziemlich bunt, nicht? Und Weber. Ja, es ist sehr bunt. Also, wer von Serpendra auf einen Weberer kommt, der ist erstaunlich.
Ja, ich hol unser Brannerwatzen gleich nach dem Part einmal zurück. Oh nein, das Gift wirkt. Und Maskenregen. Es ist tatsächlich recht bunt. Also, sehr erstaunlich. Muss ich schon dazu sagen. Bedroher! Oh nein, hier Flammenwurf. Bam, bam, bam. Wow, dein Pokémon hier ist wirklich stark. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder von Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Bis dann und bye bye.